Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Mit einem neuen kurzen Odin war shoppen. Ich habe bei Motatus bestellt. Nicht wundern über meine Stimme, die ist noch nicht ganz wieder da. Und ich habe auch einen Hustenbonbon drin. Die Juten von Lidl. So, die hier. Sonst würde ich das Ganze hier nicht schaffen. Bin nur ein bisschen durchgeschwitzt, weil den Karton jetzt erstmal hochgeschleppt habe. Der Postbote hat es halt nur bis unten vor die Tür gebracht. Und jetzt habe ich, Entschuldigung, dann habe ich den Rest halt von unten bis nach oben geschleppt. Ich habe ein großes Paket und ein kleines Paket von Motato. Also das ist eine Bestellung. Motato, falls ihr das nicht kennt, retten Lebensmittel. Da bin ich durch Zufall drauf aufmerksam geworden. Und zwar kaufen die halt Lebensmittel, die noch okay sind, auf, bevor sie weggeschmissen werden, und verkaufen die dann halt für einen schmalen Taler weiter. Da habe ich jetzt schon seit einem halben Jahr immer mal wieder reingeguckt. Muss aber auch gestehen, dadurch haben sie, die haben halt eigentlich fast nur Markenware da. Und ich sehe schon nicht ein, für eine Milka-Schokolade im Laden, da kostet sie jetzt 89 Cent, 1 Euro auszugeben. Und wenn sie bei Motato denn für, nee Quatsch, 1,09 Euro 9 kostet die, glaube ich, jetzt, bei Motato für 89 Cent drin ist, klar spart man da, oder 70 Cent, aber sehe ich auch nicht ein, 70 Cent für eine Tafel Schokolade auszugeben. Da gibt es auch andere Tafeln, die sehr lecker schmecken, und kriegst du für 49 Cent. Davon mal abgesehen. Also ist eher eine Markensache, die halt auch wirklich stark reduziert sind teilweise. Manche nicht so stark reduziert. Und aber jetzt, dadurch, dass ich halt momentan ein bisschen krank bin und so, habe ich gedacht, jetzt bestellst du mal. Weil da waren ein paar Sachen mit bei, die musste ich unbedingt haben. Jetzt zeige ich euch jetzt einfach mal. Die haben halt Süßigkeiten, die haben verschiedene Kategorien. Getränke haben sie jetzt seit einer Weile auch. Und für einen Vorratsschrank, aber da sind meistens Sachen so mit bei gewesen, die für mich jetzt nicht so interessant waren. Aber bei dem Angebot, ich wollte eigentlich mehr nehmen, aber die sind halten sich nur noch bis 31.05. Steht halt bei, wenn man auf Produkt drauf geht, sieht man auch das Verfallsdatum. Und die halten sich jetzt nur noch bis 31.05. Klar halten sie sich auch länger, aber die habe ich aber nicht bestellt. Ich habe große bestellt, 2 Liter Pullen. Ah, hier Schrimps, genau. Das sind diese Yummy Nudeln. Da steht meine kleine und meine große Tochter total drauf. Hatten sie leider nur Schrimps und Curry, glaube ich. Und ich habe dann halt Schrimps genommen. Weil Curry mögen sie beide nicht. Ich habe aber für mich Milka Schokolade diesmal mitgenommen, weil das war ein geiles Angebot. So, Zahl 4. Ne, kriegst 4 für einen Preis von weiß ich was. Also das war wirklich ein gutes Angebot. So, da habe ich mir die Kaffeepause geholt, oder wie die heißt. Das war halt wirklich ein Angebot, 4 Tafeln. Also in einer sind 2 drin. 2x4. Oder 4x2, besser gesagt, für, ich weiß es gar nicht mehr, müsst ihr gucken. Ah, hier. Dann ein Kamm. Das ist so ein Wettkamm. Der soll wohl sehr, sehr gut sein. Der ist für Josie. Aber erstmal soll Juna den probieren, ob der für Junas Haare auch gut ist. Wenn der für Junas Haare gut ist, dann kriegt Josie den logischerweise, und für Juna bestelle ich noch einen. Oh Gott, hier sind die, so eine Flaschen habe ich bestellt eigentlich von Pepsi.
Da muss ich gleich nochmal meine Bestellung nachprüfen. Das kann ja nicht sein. So, erster Karton leer. Kommt der zweite Karton dran, der ist gar nicht so schwer. Also wenn sie mir jetzt die kleinen geschickt haben und nicht die großen, ich hab da keinen Fehler gemacht, da stand doch 1,5 Liter stand doch da. Also wenn sie mir jetzt die kleinen anstatt die großen geschickt haben, dann möchte ich aber Geld zurück. Ja, hier ist nochmal kleinen drin. Zweimal kleinen. Ja, das ist auch gut für unterwegs, kann man das gut brauchen, wenn wir nach Polen fahren und so. Die Kleinen schleppen sich halt besser mit als die Großen. Weil wenn wir zum Spielplatz gehen, das ist für mich ganz gut. So. Aber trotzdem ärgerlich. Ja, mehr ist es im Prinzip nicht. Trinken. Und eigentlich habe ich 2 Pepsi bestellt. Das sind die, ich habe ihn da bestellt, war nur mit Kirsche. Nee, Vanille. Vanille habe ich bestellt. 2 Kirsche war alle, genau. Und 2 genau die gleichen, aber groß. Also normal Pepsi. Da muss ich gleich nochmal meine Bestellung überprüfen. Ärgerlich. Ärgerlich. Also das muss ich überprüfen. Ja, das wart eigentlich auch schon. Mehr ist da nicht drin. So, mein Papier hier beiseite machen. Mehr ist da eigentlich auch nicht drin gewesen. Ich habe halt nur Trinken für mich bestellt und halt die Shrimps, weil die im Angebot waren, und die Wettbürste, die hat da 6,99 gekostet. Und wo ich sie, überall woanders, wo ich sie gesehen habe, 8,99, 12,99 und sowas alles. Und die hat auch ein schönes Muster mit Eis hinten drauf und so. Für die Kinder halt. Ja. Und das habe ich einfach mitbestellt, weil da kam in der E-Mail mit, hier, kauf doch mal wieder bei Motato, hier haben wir jetzt Angebote. Kriegst du ab und zu E-Mails. Da ist dann halt drin, zum Beispiel, letztens waren es von Kellogg's diese ach, wie heißen die? Nougat-Bits oder so? Diese Kissen, wo Nougat drin ist für Frühstück. Ihr wisst ja, was ich meine. Und hatten sie das Paket für regulären Shop für, lass mich nicht lügen, ich glaube 1,50. Und in der E-Mail war, jetzt bestellen einmal pro Kunde 50 Cent. Ja, und dann kann man sich das dann drin packen und zahlt man dann halt 50 Cent für das Ding. Das ist dann halt schon mal gut. Also im Newsletter unbedingt anmelden. Ja, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Meine Stimme, hört er ja, die ist relativ. Ja, aber die versagt langsam schon wieder. Deswegen schnell einen Abschluss machen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Jetzt ist er wieder. Jetzt geht sie wieder weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.